Hey Leute, was geht ab? Hier ist Almaten. Heute spielen wir frei für alle auf Dome. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt an der Soundqualität von meinem Mikrofon, ich benutze gerade das Mikrofon meines Headsets. Wir machen gerade einen Live-Comment, Chubby. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Ich hasse Dome, ehrlich gesagt. Und genau aus diesem Grund, weil einfach diese Spawns sind einfach völlig chaotisch und man hat überhaupt keinen Plan, was irgendwie abgeht. Aber ich versuche einfach mal das Beste draus zu machen, einfach mal einen relativ mittelmäßigen Score zu kriegen. Vielleicht ist das ja drin. Und wir schauen mal, was der so machen lässt. Ich versuche mich einfach in diesem Gebäude meistens hier aufzuhalten, wenn ich kann. Den habe ich zum Beispiel eben gerade, glaube ich, zum zweiten Mal hintereinander getötet. Und das ist dann nochmal, das ist also das dritte Mal jetzt, glaube ich, oder das, mindestens das zweite Mal. So viel zu den Spawns. Und da ist noch jemand. Mal schauen, wenn das nochmal ist, dann bin ich, glaube ich, ein bisschen böse, weil diese Spawns da nicht klar gehen. Ne, es ist tatsächlich nicht, aber das ist jetzt egal. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich ihn überhaupt... Oh, das war knapp. War das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Oh, da ist noch einer. Das ist der gleiche Typ gewesen. Schaut euch diesen Spawn an. Das meine ich damit. Auf Dome sowieso chaotisch mit den Spawns. Völlig im Arsch. Und in Frei für alle, da kannst du sowieso alles gleich vergessen, weil es ist Schwachsinn. Es gibt überhaupt keinen Sinn, echt Frei für alle zu spielen bei so einem Bullshit. Manchmal hat man Glück, manchmal, wenn man nur einen Gegner hat, der im entferntesten Sinne nur ein bisschen was drauf hat, ein bisschen diese Map kennt, dann hat man schon sofort verloren. Und schaut diesen geilen Camper an. Kannst du vergessen, ey. Hoffentlich haben die Gegner jetzt nicht so viele UAVs rein, weil ich mit Quickdraw spiele und nicht mit Assassin. Und hoffentlich wird das mal was. So, kriege ich den? Nein, natürlich nicht. Yeah, jetzt habe ich eine Counter-UAV. Hätte ich jetzt Assassin, wäre es kein Problem für mich. Aber leider habe ich keinen Assassin. Ja, die M4. Eine Waffe, wenn ich mal so gerade damit spiele, fällt mir das gerade auf. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also, ich spiele nicht so oft mit der. Die Waffenstufe habe ich vielleicht so auf 10 und sowas. Die anderen Waffenstufen so alle so auf 20 und 30 von den Waffen, die ich so spiele. Also so im regulärmäßig, mit denen ich öfters mal spiele. Aber die M4 habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig ausprobiert. Also einmal so ein bisschen angezockt mit Red Dot und so. Mit Schalldämpfer gefällt sie mir ganz gut, ehrlich gesagt. Und irgendwie ist hier gerade niemand, den ich irgendwie töten könnte. Außer ihn. Ging natürlich schnell, weil er im Last Stand war. Wow! Ich habe so unglaublich auf ihn draufgehauen. Wie hat er das denn hingekriegt? Scheiße ist das, du. Naja, aber ich mache gerade ein Live-Commentary, weil ihr das euch so gewünscht habt, ehrlich gesagt. Was heißt ehrlich gesagt? Aber ihr habt euch das halt gewünscht. Und wegen Auto-Aim habe ich den gerade übrigens gesehen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich irgendwie ein fucking super mega heftiger Typ ist, der einen Röntgenblick hat. Nein, das war wegen Auto-Aim. Das ist ganz geil auf Konsole. Da kann man immer so ein bisschen... Ein wenig kann man das schon ahnen. Oh, Dropshot. Ah. Und jetzt schnell in den Cobra rein. Komm schon, jetzt muss ich schnell meine H6 kriegen. Gib mir deine Waffe. Dankeschön. Komm schon, ich darf jetzt nicht sterben. Mach einen Kill. Dankeschön. A6 und gleich mein Payflow. Komm schon. Oh nein, da ist ein scheiß Dings da. Ein Sam Turret. Yeah, Payflow, son. Oh, die haben meinen A6 runtergehauen. Warum nicht die Cobra? Das wäre viel besser, wenn sie die Cobra runtergehauen hätten. Das wäre wesentlich einfacher gewesen für mich. So, jetzt muss ich erstmal diesen Sam Turret finden. Oh, wow, du fucking... Alter, wollen die mich verarschen oder was? Was geht ab mit diesen Campern, ey? Jetzt haben die einen Reaper. Warum haben die einen Reaper, Mann? Und was zum Teufel, ey? Yeah, und schon ist das Ding down. Bringt ja mal übertrieben was. Diese Effektivität von Air Support in diesem Spiel ist einfach nur unglaublich. Der kennt da zum Glück nicht mehr, sonst wäre ich jetzt böse gewesen. Oh. Da ist ein Gegner. Ah, das ist glaube ich gerade der, den ich auch gerade umgelegt habe. Puma Tom Tom, was willst du mit deinem Last Stand tun? Oh, da ist noch einer. Oh. Digga, wieso wird er nicht sterben? Oh, da. Ah. So. 30:5. Ist eigentlich ganz okay gewesen, glaube ich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gib bitte einen Daumen hoch und schreibt mir das Kommentar. Das freut mich immer sehr. Ich lese alle eure Kommentare, wisst ihr ja alle schon. Und dafür, dass ich hier die Killstreaks überhaupt keine Wirkung gezeigt haben, ist 30:5, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann, Leute, und macht's gut.